Herzlich willkommen beim Unglaublichen Podcast, dem Wegweiser zu deinem maximalen Potenzial. Hier erlebst du nicht nur die Theorie, sondern auch die kraftvolle Praxis durch jahrelange Erfahrung. Dein Gastgeber Ewald Schober, ein Visionär und Meister der Inspiration, wird dich dazu anregen, die wahre Größe in dir zu erkennen. Lass uns gemeinsam auf eine unvergessliche Reise gehen, voller Begeisterung, Inspiration und Motivation, um dein Leben in vollem Glanz erblühen zu lassen. Der unglaubliche Podcast ist mehr als nur Unterhaltung. Er ist dein persönlicher Kompass zur individuellen Entfaltung. Und jetzt lassen wir die Magie beginnen. In dieser sensationellen Folge werden wir uns den wahren Fragen an das Leben uns widmen und stellen. Und ich glaube, die meistgestellten Fragen an das Leben sind drei. Erstens, kann ich wirklich in meinem Leben glücklich sein? Zweitens, kann ich ein Ergebnis im Vorhinein bestimmen? Und drittens, habe ich einen Einfluss auf den Verlauf meines Lebens? Ich denke, das sind die meistgestellten Fragen, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Ich denke oder ich weiß, dass jeder Mensch, seit es einen Menschen mit logischem Verstand gibt, haben wir uns diese Fragen alle mal irgendwo mal gestellt. Ich wiederhole nochmals, kann ich wirklich glücklich sein und was ist der Grund dafür? Kann ich ein Ergebnis im Vornherein bestimmen? Habe ich einen Einfluss auf den Verlauf meines Lebens? Ich denke, das sind, wie gesagt, die meistgestellten Fragen. Probieren wir die mal nach jahrzehntelanger Forschung, die ich betreibe und mit meinem Europäischen Forschungs- und Bildungsinstitut im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung permanent probiere, Beobachtungsergebnisse zu erzeugen, diese Fragen zu beantworten. Glaube mir, wenn wir diese Fragen jetzt genauer auf den Grund gehen, wird sich einiges in deinem Leben auftun. Denn du wirst das Leben neu sehen und du wirst bestimmt in einigen Bereichen bewusst werden, warum es noch nicht so klappen konnte wie bisher. Die Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass das Leben nicht meinem Denken, nicht meinem Reden oder meinem Tun hauptsächlich folgt, sondern immer meinem Gefühl. Ich wiederhole. Und ich komme ja fast in jeder Folge wieder auf dieses Thema zurück. Das entscheidende Werkzeug, was wir in unserem Leben haben, ist nicht unsere Denken, unsere Logik, sprich unsere Strategien und was wir vorhaben, was wir vornehmen, was zu tun ist, wie wir Probleme lösen. Auch nicht, was und wie wir mit jemandem reden und auch nicht, wie wir etwas tun, erfolgreich machen oder nicht. Sondern es ist wirklich wissenschaftlich erwiesen aus verschiedensten Instituten, dass es das Gefühl ist, was über das Leben, über den Verlauf des Lebens dementsprechend bestimmt. Also nochmals, auf die drei gestellten Fragen. Kann ich wirklich glücklich sein? Punkt 1. Punkt 2. Kann ich ein Ergebnis im Vornherein bestimmen? Und Punkt 3. Habe ich einen Einfluss auf den Verlauf meines Lebens? Ist die Antwort wieder, alles spiegelt sich entsprechend meinem Gefühl wieder. Wenn ich heute gut drauf bin, habe ich gute Erlebnisse. Bin ich heute schlecht drauf, habe ich dementsprechend schlechtere Erlebnisse. Schau zurück in deinem Leben und du wirst mir genau jetzt uneingeschränkt Recht geben. Dieses Gefühl, das ich trage in mir, ist eigentlich nur willkürlich in meinem Leben entstanden. Dieses Gefühl wird bestimmt von meinem Unterbewusstsein. Nochmals, mein Unterbewusstsein ist zwischen 0,2 Sekunden und 2 Sekunden schneller wie mein Bewusstsein. Also wann immer wir irgendetwas wahrnehmen, egal was, schickt uns zuerst unser Unterbewusstsein einen Gefühlsvorschlag. Beginnen wir morgens. Wir wachen auf und das Unterbewusstsein schickt uns das Gefühl, wie wir immer aufgewacht sind und wie Menschen generell aufzuwachen haben, weil es immer das annimmt, was wir oftmals getan haben und was es beobachtet bei anderen. Unser Unterbewusstsein kann nicht logisch denken. Unser Unterbewusstsein tut immer nur wiederholen. Es ist ein großer Helfer in unserem Leben. Aber bedenke nochmals, es kann nicht logisch denken.
So, machen wir ein Beispiel zu dem morgendlichen Aufwecken. Du siehst heute an deinen, als Kind schon, an deinen Geschwistern, am Fernsehen, an deinen Freunden, siehst du, wie Menschen aufwachen und wie sie in den Tag gehen. Das ist ein gewisses Gefühl, das Unterbewusstsein beobachtet es und dementsprechend wirst du auch mit dem gleichen Gefühl aufwachen. Machen wir aber ein anderes Beispiel des Erlebens. Stell dir vor, und du bist in einem Elternhaus aufgewachsen, wo du morgens aufgewacht bist und dort war alles voller Blumen, Sonnenschein, Mama, Papa sind zu dir ans Bett, voller Glück und haben dich begrüßt und haben gesagt, jetzt wach in Ruhe auf, mach dir einen schönen Tag, die Hauptsache, es geht dir gut und dann schauen wir mal, was zu tun ist. Und du wirst den ganzen Tag mit Liebe umhäuft und mit lauter positiven Dingen. Würdest du so aufwachen, dann würdest du, wenn du das so erlebt hättest in der Kindheit, würdest du heute wahrscheinlich auch noch so aufwachen. Verstehst du, was ich meine? Unser Unterbewusstsein scannt das, was es beobachtet, an mir und an der Außenwelt und macht es zur Wahrheit. Da wir aber alle nicht so aufgewachsen sind, sondern mit dem Gedanken aufgewacht sind, was ist heute zu tun? Los, raus aus dem Bett, die Schule eilt, hast du dein Pausenbrot gemacht, hast du deine Schulsachen eingepackt und es war ein gewisses, ja, ich würde mal sagen, im Regelfall ein gewisses Gefühl der Hektik, schnell, 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 wachen wir immer noch in dem ähnlichen, gleichen Gefühl im Leben auf. Wenn wir in den Tag hineinsehen und wir gehen jetzt gemeinsam in die Fußgängerzone, dann sieht unser Unterbewusstsein Menschen, die nicht gerade voller Freude und Euphorie durch die Stadt strahlen, aber auch nicht unbedingt die Menschen, die total erledigt und am Boden sind, sondern man sieht hier irgendwie Anstrengung im Gesicht, man sieht hier irgendwie die Hektik, die Erledigungen, was ist zu tun. Ich glaube, so etwas spiegelt im Regelfall der Mensch so in der Einkaufsstraße aus. Und das beobachtet unser Unterbewusstsein und es kennt es auch von unserem Leben und dementsprechend gibt es uns dieses dauerhafte Lebensgefühl. Gehen wir gemeinsam in die Arbeit. In der Arbeit weiß unser Unterbewusstsein, da wird jetzt nicht unbedingt so viel gelacht, da ist man konzentriert, da muss man arbeiten, da ist man zielorientiert. Das beobachtet es an anderen und wenn die anderen das alle so machen, ist es wahrscheinlich richtig und bringt es auch für uns. Wir erleben es auch so, das Unterbewusstsein wiederholt immer wieder. Und deswegen haben wir jenes Gefühl bei der Arbeit. Aber jetzt drehen wir mal das Ganze um und wir gehen ins Kino, in einen lustigen Film. Da wusste das Unterbewusstsein schon immer, da gibt's was zu lachen. Und genau dort gehen wir schon mit voller Freude in diesen Film, stimmt's? Weil es von anderen es bei anderen beobachtet hat und bei uns die Erfahrung schon gemacht hat und es wiederholt ist. Verstehst du jetzt, woher das deine Gefühle kommen? Diese Gefühle kommen alle aus dem Unterbewusstsein und unser Unterbewusstsein ist ein Helfer. Unser Unterbewusstsein möchte uns einfach entlasten, weil wir mit unserem Bewusstsein ja nur einen Gedanken in einem Moment denken können. Das bedeutet, wir können uns in einem Moment nur auf eine Sache konzentrieren, entweder auf unser Gefühl oder was wir denken oder was zu tun ist oder was zu sprechen ist. Und unser Unterbewusstsein übernimmt uns ungefähr 99,9% von dem, was wir täglich entscheiden. Und damit meine ich, wie wir sitzen, was wir denken, wie wir fühlen, was wir sprechen. Das sind alles Entscheidungen, aber der Großteil ist eigentlich immer unbewusst. Das ist unser großer, großer Helfer. Ich probiere es dir in einem Beispiel des Autofahrens zu erklären. Wenn du das erste Mal Auto gefahren bist, musstest du dich zu 100% auf etwas konzentrieren, weil in deinem Unterbewusstsein hier noch nicht die Erfahrung so da war. Es hat zwar Menschen beobachtet, die Auto fahren, aber wie die Schritte gehen, das hat es noch nicht so genau gesehen. Es kann es noch nicht. Deswegen musst du es über dein Bewusstsein lernen. Und wenn dein Fahrlehrer dir klare Anweisungen gegeben hat und hat nebenbei dich gefragt, wo du denn gestern warst, dann hast du gesagt, ah, Moment, ich muss mich jetzt konzentrieren. Stimmt's? Immer wieder, wenn in unserem Unterbewusstsein noch kein Programm erstellt ist, dafür müssen wir aus dem Bewusstsein kommen und wir können an keine zweite Sache denken, weil wir Menschen nur an eine einzige Sache in einer Sekunde oder hundertstel Sekunde denken können.
Ja, unser Unterbewusstsein ist ein großer Helfer. Es übernimmt alles, aber es kann nicht logisch entscheiden und auch nicht logisch denken. Es kann nicht sagen, du brauchst immer gute Gefühle, weil dann geht dein Leben auf. Sondern das Unterbewusstsein schickt uns diese Gefühle, die wir gewohnt sind, und diese Gefühle, die wir in der Mitwelt beobachten. Ja, dementsprechend haben wir schwankende Gefühle und meistens haben wir nicht so gute Gefühle. Und diese Gefühle entscheiden über meinen Verlauf des Lebens. Dieses Gefühl entscheidet, ob ich glücklich bin oder nicht. Und somit ist die Frage 1 beantwortet. Kann ich glücklich sein? Nein, kannst du nicht, solange du dein Unterbewusstsein so agieren lässt, wie es bisher unterwegs war. Zur zweiten Frage, kann ich ein Ergebnis im Vornherein bestimmen? Kann ich mir sicher sein, egal was ich tue, dass ich Erfolg habe? Nein, kannst du nicht, weil nämlich zu diesen, vor allem wenn du etwas Neues tust und du bist dir unsicher, also immer wenn es etwas Neues ist, hat das Unterbewusstsein noch kein Gefühl dazu und bringt dir dementsprechend ein Unsicherheitsgefühl, verstehst du? Und nochmals, dein Leben verläuft immer in der Bestätigung deines Gefühls. Das heißt, in dem Gefühl, wie du an eine Sache rangehst, wird es dir gelingen. Das siehst du ganz deutlich, wenn du in einer Sache, wo du dir sicher bist, die du schon oft getan hast, etwas magst, da bist du dir sicher und das funktioniert ohne Zwischenfall. Wenn du aber eine Sache tust, wo du dir unsicher bist, aus welchem Grund auch immer, dann wirst du nie das gewünschte Ergebnis erreichen. Also nochmals, wie mein Leben verläuft und ob ich ein Ergebnis im Vornherein bestimmen kann, hängt von meinem Gefühl ab. Aber gerade wenn ich etwas Neues tue, habe ich ein Unsicherheitsgefühl und somit kann ich es nicht bestimmen, weil ich in der Unsicherheit bestätigt werde. Das bedeutet, dass es manchmal gelingt, ein bisschen gelingt oder gar nicht gelingt. Und wenn es gelingt, kommt sofort wieder eine neue Herausforderung. Wir bleiben in der Unsicherheit. Und somit kommen wir auf die dritte Frage. Habe ich einen Einfluss am Verlauf meines Lebens? Nein, hast du nicht, solange du deinen Unterbewusstseinsgefühlen nachgibst. Immer wenn du die Unterbewusstseinsgefühlsvorschläge annimmst, ohne zu hinterfragen und sie lebst und sie so lässt, wie sie jetzt sind, hast du keinen Einfluss oder nur wenig Einfluss auf den Verlauf deines Lebens, weil es einfach zu viele Schwankungen gibt und wir zu oft im negativen Gefühl der Angst, der Vorsicht, der Unzufriedenheit, der Verletzung uns wiederfinden. Also nochmals, die drei Fragen des Lebens. Kann ich glücklich sein? Antwort, wenn du dein Unterbewusstsein nicht näher kennenlernst und mit mir in dieser Folge durchgehst, hast du keine Chance. Zum Zweiten, kann ich ein Ergebnis im Vornherein bestimmen? Nein, solange du dein Unterbewusstsein nicht näher kennenlernst und es transformierst. Dritte Frage, habe ich einen wirklichen Einfluss auf meinen Verlauf meines Lebens? Nein, wenn du bisher so agierst mit deinem Gehirn wie bisher. Aber es gibt auch eine positive Nachricht auf die erste Frage. Kann ich glücklich sein? Ja. Ja, du kannst glücklich sein, wenn du jetzt genau zuhörst und dich trainieren lässt, dass du ein Gefühlsalchemist bist, dass du deine Gefühle selbst bestimmst. Auf die zweite Frage, kann ich ein Ergebnis im Vornherein bestimmen? Ja, und selbstverständlich, wenn du erlernt hast, wie du ein Gefühl selbst erzeugst. Und drittens, habe ich einen Einfluss auf den Verlauf meines Lebens? Ja, selbstverständlich, wenn wir diese selbst erzeugten Gefühle zu einem dauerhaften Gefühl werden lassen, dass es dein Unterbewusstsein übernommen hat. Mein Gefühl, bedenke, ist verantwortlich A, wie ich mich fühle, B, der Ausgang eines Vorhabens, ich nenne das Ergebnisbestimmung, und C, den Verlauf meines Lebens. Aber damit ich das wirklich planen kann, muss ich lernen, Gefühle selbst zu erzeugen und nicht die Gefühlsvorschläge, die von meinem Unterbewusstsein kommen, einfach anzunehmen. Verstehst du den Hintergrund? Solange ein Mensch das nicht weiß, nimmt er immer die Vorschläge aus seinem Unterbewusstsein in Form von Gefühle an, weil er meint, das ist er. Nein, es hat weder was mit Logik zu tun, noch ist es angebracht, sondern das Unterbewusstsein reagiert schneller wie das Bewusstsein und gibt auf irgendeine Wahrnehmung, weil wir etwas hören, weil wir etwas sehen, weil wir etwas spüren, weil wir etwas schmecken, automatisch einen
dementsprechend ein Gefühl mit dazu, wo es entweder von anderen gesehen hat, was passen könnte, oder wir selbst schon häufiger erlebt haben. Und dieses Gefühl leben wir. Und dieses Gefühl eben der Ablehnung oder egal, ein negatives Gefühl, bestimmt wieder unser Ergebnis und bestimmt wieder über den Verlauf meines Lebens und darüber hinaus natürlich, ob ich glücklich bin oder nicht. Das Leben, und das solltest du dir merken, bestätigt dich immer in deinem Gefühl, immer. Und dieses Gefühl ist nur die Frage, sehen wir es als Reaktion im Leben an, so wie die meisten Menschen, oder erlernst du, wie man dieses Gefühl dementsprechend selbst im Leben erzeugt. Ich habe in diesen Podcast-Folgen unter anderem oder auch auf YouTube die Anleitung der Kombinatorik. Kombinatorik ist eine Erfindung aus dem Europäischen Forschungs- und Bildungsinstitut für Persönlichkeitsentwicklung. Es ist meines Erachtens die größte Erfindung, die je gegeben worden ist im Bereich der Persönlichkeitsbildung. Denn in dieser Technik lernt der Mensch, wie er sein Gefühl mit einem Fingerschnipp in die gewünschte Richtung bringt. Das bedeutet, er kann zu jeder Sekunde seines Lebens mit einem Fingerschnipp glücklich sein, voller Lebenslust und Lebensfreude. Dieses Gefühl bestimmt, ob wir glücklich sind oder nicht, verstehst du? Und dieses Gefühl bestimmt über den Ausgang eines Vorhabens. Und dieses Gefühl hat einen massiven Einfluss auf den Verlauf meines Lebens. Soweit verstanden? Hör dir unbedingt oder seh dir diese Kombinatorik-Videos oder die Kombinatorik-Folgen an. Oder komme auf einen Day of Change, denn fast auf jeden Day of Change gehen wir eingehend auf die Kombinatorik ein und ich beweise immer live vor Hunderten von Zuschauern, wie man jegliches Vorhaben im Seminarraum, obwohl es unmöglich ist, dass die Menschen das umsetzen, es trotzdem können, wenn das Gefühl selbst erzeugt wird und passt. Ja, ciao. Es gibt heute aus meiner Sicht zwei verschiedene Kategorien von Menschen. Die eine Kategorie von Menschen sind jene, die ich nenne Gefühlslegastheniker. Und das sind fast 100% auf diesem Planeten. Für Gefühlslegastheniker ist kein Schimpfwort, sondern ich meine, uns wurde nie gelernt, wie wir Gefühle selbst erzeugen. Somit nehmen wir die Vorschläge von den aus unserem Unterbewusstsein von der Gefühle an. Und diese sind unterschiedlich. Die pendeln und sind hauptsächlich destruktiv, sprich negativ. Deswegen, das ist auch der Grund, warum, dass wir viel tun, viel reden, machen, tun, etwas wollen und trotzdem funktioniert es nicht. Wenn das Gefühl nicht passt, geht es nicht. Wäre uns das in der Schule gelehrt worden, wäre uns das in der Berufsausbildung gelehrt worden, wie fühle ich erfolgreich, wie fühle ich meinen Beruf, wie fühle ich meine Tätigkeit, wie fühle ich mich als Mutter optimal, wäre das gelehrt worden, wären wir heute alle erfolgreich, sind wir aber nicht, deswegen sind wir Gefühlslegastheniker. Ein paar wenige Menschen auf diesem Planeten wissen um dieses Wissen, aber das bringt nichts. Sondern die allerwenigsten, und das sind ein kleiner minimaler Prozentsatz, ein Bruchteil eines Prozentsatzes der Menschheit, wissen, wie es wirklich geht und wenden es an. Man nennt es Weisheit, angewandtes Wissen. Sie erzeugen ihre Gefühle selbst und dementsprechend sind sie glücklich, dementsprechend können sie sagen, ob etwas aufgeht oder nicht und dementsprechend nimmt der Verlauf des Lebens dem Ganzen eine Anpassung. Das heißt, die Schicksalsschläge bleiben aus und du wirst im Glück bestätigt. Soweit verstanden? Also, wenn du heute in deinem Leben wirklich abheben möchtest, lerne Gefühlsalchemist zu werden, deine Gefühle selbst zu bestimmen. Wie gesagt, greife zurück auf die Kombinatorik-Videos oder Kombinatorik-Folgen oder melde dich an zu einem Day of Change in Form eines Free-Tickets. Jetzt eine Frage an dich. Was wäre, wenn jeder, egal in welcher Situation er sich befindet, dazu in der Lage wäre, diese Kombinatorik, sein Gefühl selbst zu bestimmen, erfolgreich anzuwenden? Was wäre das, wenn jeder Mensch das könnte? Was würde auf dieser Welt passieren? Ich erkläre es dir. Aus meiner Sicht. Man würde sich immer glücklich und stark sowie sicher fühlen. Und nicht nur ich, sondern auch mein Nachbar, meine Kinder, meine Arbeitskollegen, meine Freunde, der Polizist und der Mann an der Ampel. Jeder Mensch wäre glücklich, stark, selbstbewusst und voller Lebensfreude. Kannst du dir so eine Welt vorstellen? Nein, ich glaube nicht. Was würde noch passieren? Wenn uns das bewusst wäre, wovor sollten wir denn dann überhaupt noch im Leben Angst haben? Wenn uns klar ist, dass unser Leben immer dem Gefühl folgt,
Vor was sollten wir denn Angst haben? Wo soll denn jetzt ein Schicksalsschlag herkommen? Wo sollten wir irgendwo versagen? Wenn wir, egal was wir tun, mit diesem Gefühl hineingehen können, was uns den Erfolg garantiert, wir würden doch die Sterne vom Himmel holen, oder? Und kein Problem wäre für uns groß genug, stimmt's? Was würde noch passieren? Du würdest jede Herausforderung mit Leichtigkeit angehen, da du dir über den Ausgang des Ergebnisses sicher wärst. Verstehst du? Jede Herausforderung wäre kein Problem und keine erdrückende Situation, sondern es wäre sogar eine schöne Bühne, sich zu beweisen, zu demonstrieren, wie groß man in dieser Materie schon wäre. Und nicht nur du, sondern alle Menschen auf diesem Planeten. Stell dir das mal vor. Wie gesagt, dein Arbeitskollege, deine Ehefrau, deine Kinder, dein Nachbar, der Typ, der dich immer blöd ansieht, alle hätten keine Probleme. Alle wären glücklich. Könntest du dir das Leben vorstellen? Und jetzt gehe ich weiter. Da das Leben diesem Gefühl folgt, würde es keine Probleme mehr geben. Kannst du dir eine Welt ohne Probleme vorstellen? Nein, können wir aus unserer Sicht nicht, weil wir alle meinen, das Leben hat nur mit Sprechen, mit Handeln und Denken zu tun. Aber wenn wir jetzt endlich mal kapieren, dass es das Gefühl ist, dann gibt es keine Probleme mehr. Wenn du beginnst, das in deinem Leben umzusetzen, wird dein Leben abheben. Und wenn dein Leben abhebt, werden die Menschen, die in deiner Welt sind, sprich die Menschen, die in deiner Welt leben, mit denen du Kontakt hast, werden bewusst oder unbewusst das kopieren. Das Unterbewusstsein von denen wird auch dich mit kopieren. Und dann werden die Menschen bewusst oder unbewusst, werden sie dementsprechend genauso werden wie du und werden Gefühlsalchemisten, weil sie der Kombinatorik mächtig sind. Mit unbewusst meine ich, dass es das Unterbewusstsein übernimmt. Mit bewusst meine ich, dass du ihnen diese Podcasts gibst, dass du sie auf eine Day of Change einlädst oder sonstige Videos über diese Lehre von mir zeigst. Als nächstes würde passieren, dass es kein Hass, kein Neid, keine Gewalt in dieser Welt mehr geben würde. Es würde verschwinden. Wenn wir wirklich vernünftig jetzt in uns beweisen, dass wir uns sicher sind, und meine Schüler haben es erfahren, dass wir unser Leben über unser Gefühl regieren, dann ist ein Gefühl des Durchsetzens, des Hasses, des Neides oder der Gewalt alles konstruktiv. Wir tun heute Streitereien wegfühlen. Wir tun die Gewalt wegfühlen. Wir tun Probleme wegfühlen. Wir tun Ergebnisse herfühlen. Verstehst du, was ich meine? Und ich sage dir noch was. Das Leben würde dich immer in diesem Gefühl bestätigen. Und somit wäre jeder Mensch erfolgreich. Stell dir das mal vor. Jeder Mensch wäre erfolgreich. Jetzt sagst du, das geht doch gar nicht. Ich sage dir natürlich aus der Sicht, wo wir Menschen immer meinen, wir müssen das mit Denken, Reden und Sprechen erzeugen, geht das nicht. Aber wenn die Menschen glücklich sind, wird es gehen. Bedenke, es gibt genügend Geld auf dieser Welt. Es gibt genügend Erfolg auf dieser Welt. Es gibt genügend Gesundheit auf dieser Welt. Es gibt genügend Männlein und es gibt genügend Fraulein auf dieser Welt zu einer Beziehung, die zusammenpassen. Es werden genügend Kinder erzeugt. Es gibt eine wundersame Natur. Es gibt genügend Eigenschaften. Diese Welt ist so lebens- und liebenswert, die wir wirklich jetzt mal beginnen sollten im Leben, echt in uns aufzusaugen. Und wir haben dazu eine Möglichkeit, und die ist wunderschön, nämlich glücklich zu werden. Das Glück selbst erzeugen. Wir können das Glücklichsein nicht im Außen finden. Es geht nicht, weil unser Unterbewusstsein, wenn wir uns 100-mal sagen, wenn ich das Geld habe, bin ich glücklich. Nein, du hast das Geld, du bist mal kurzfristig glücklich, aber dann schaltet dein Unterbewusstsein ein altes Programm wieder des täglichen, was ist zu tun, ein, und dann bist du genauso unglücklich wie zuvor. Das haben mir alle Studien bisher bewiesen. Erzeuge dein Glück selbst, reframe dein Unterbewusstsein, ich zeige, wie es geht, und dementsprechend bist du selbstgemachtes Glück. Dieses selbstgemachte Glück bestimmt den Ausgang deines Ergebnisses und dieses selbstgemachte Glück bestimmt über den Verlauf deines Lebens. Was wäre, wenn das Kombinatorikgefühl dein dauerhaftes Lebensgefühl wäre? Bedenke, umso öfter du diese Übung machst, umso öfter du in das selbstgemachte Glück einsteigst, desto mehr beobachtet dein Unterbewusstsein dich und sagt irgendwann, aha, der will anscheinend das dauerhafte Lebensglücksgefühl. Und irgendwann wirst du morgens aufwachen mit dem Gefühl,
Auf was habe ich heute Lust? Was werde ich mit diesem tollen Tag anfangen? Was werde ich alles tun, meine Gefühle noch weiter nach vorne zu bringen? Und wenn du in diesen Gefühl reingehst, dann bedenke nicht jetzt schon wieder, dass du faul wirst und nichts mehr tust. Nein, auch das ist schön. Ich arbeite gerne, ich entwickle gerne, ich spreche gerne zu dir. Aber ich mache mir morgens automatisch den Gedanken, auf was habe ich heute Lust? Wie belohne ich mich mit Arbeit, mit Vergnügungen, mit Unternehmungen, mit Gesprächen? Und dann geht das Leben auf. Da musst du nicht irgendetwas erzeugen, weil du bist schon glücklich. Kennst du überhaupt die größten Irrtümer der Menschheit? Erstens, wir können nur glücklich sein, wenn wir keine Probleme haben. Und das ist der größte Irrtum, den es überhaupt gibt. Und der zweite Irrtum ist, ich bin machtlos und habe keinen Einfluss auf mein Leben. Und das ist genauso irrelevant wie Punkt 1. Diese beiden Fragen, diese beiden Irrtümer, sprich, wir können nur glücklich sein, wenn wir keine Probleme haben. Und Punkt 2, ich bin machtlos und habe keinen Einfluss auf meinem Leben, werden wir in der nächsten Podcast-Folge eindeutig besprechen, so damit wir es wirklich verstehen und es leben können. Werde Gefühlsalchemist. Das war der unglaubliche Podcast mit Ewald Schuber, vollgepackt mit Inspiration, Motivation und der Schlüssel zum erblühenden Leben. Ich hoffe, du hast jede Menge wertvoller Ideen für dich mitgenommen und bist bereit, voll durchzustarten. Wenn du jetzt so richtig Feuer gefangen hast und Lust darauf verspürst, deinem Leben eine neue Richtung zu geben, die volle Tiefe der Praxis zu erleben, dann schau vorbei bei einem unserer Days of Change oder lass uns wissen, wie wir vom LCC-Team dir helfen können. Wir sind hier, weil wir das Leben lieben und freuen uns auf dich. Bis zur nächsten Episode des unglaublichen Podcasts. Bleib inspiriert, bleib motiviert und lass uns gemeinsam die Wunder des Lebens entdecken. Sie hörten der unglaubliche Podcast von LCC Seminare GmbH. Sprecher Ewald Schuber. Moderation und technische Soundbearbeitung Matthias Reiter. Musik The Success by Keys of Moon. Redaktion Britta Wisniewski. Neue Folgen gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr zur LCC Seminare GmbH finden Sie auf unserer Webseite www.lcc-seminare.de.